Das Landtechnikmuseum in St. Michael präsentiert ab dem 22. Juni 2023 die Sonderausstellung Border Histories. Das Projekt widmet sich der umfangreichen Geschichte und der aktuellen Situation des österreichisch-ungarischen Grenzgebiets, das von einer Vielfalt an Identitäten geprägt ist. In einer Pressekonferenz gab Landtagspräsidentin Verena Dunst einen Einblick in die Ausstellung und betonte die Bedeutung dieser Vielfalt für die Entwicklung einer modernen Identität in unserem historischen Grenz- und Kulturraum. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung Border Histories findet am 22. Juni 2023 um 19 Uhr im Landtechnikmuseum statt. Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen, die facettenreiche Geschichte und die aktuelle Situation des Grenzgebiets zu erkunden. Weitere Informationen zur Ausstellung sind auf der Homepage des Museums verfügbar. Danke sehr, etwas ruhig, jetzt hört man das auch. Einen schönen guten Morgen im Landtechnikmuseum Burgenland. Ganz besonders freut es mich, dass ich die Schülerinnen und Schüler der Nachbarschule da in St. Michael begrüßen darf. Ihr seid ja unsere Nachbarn. Wir haben viele Aktionen mit der Schule schon gemacht. Ich denke nur an 90 Jahre Burgenland, 100 Jahre Republik, dann die Vogelscheuchenausstellung. Ja, es war spannend, das zusammenarbeiten und ich hoffe, dass wir das in Zukunft auch fortsetzen können. Ganz besonders begrüße ich jetzt in der Früh unsere Frau Landtagspräsidentin Verena Dunst. Herzlich willkommen. Dann darf ich begrüßen Dr. Gerhard Baumgartner, war bis vor kurzem der Chef am Dokumentationsarchiv in Wien im Alten Rathaus. Herzlich willkommen, Herr Doktor. Und als Vertretung des Bildungsdirektors in Burgenland darf ich begrüßen die Martina Bubnitz. Herzlich willkommen. Ja, wunderbar. Hallo. Ja, dann darf ich zwei fleißige Mitarbeiter von gestern Abend begrüßen, die bis 9:30 da gewerkt haben und die Ausstellung aufgebaut haben. Das ist der Magister Franjo Steiner. Herzlich willkommen, lieber Franjo. Und der Magister Michael Achenbach aus Singen. Er singt aber nicht. Danke, herzlich willkommen. Ja. Das Museum brauche ich nicht viel erzählen, das sieht man ja. Und darf ich jetzt gleich weitergeben. Der Tür sucht dann offiziell die Ausstellung zum Schluss zu reden drüber, okay? Bitte, Herr Doktor. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Gerhard Baumgartner, ich bin ein Historiker. Wie Sie schon gehört haben, ich komme aus Großpetersdorf ursprünglich und wir haben vor etlichen Jahren die Idee gehabt, dass wir eine Ausstellung machen, die sich mit unserer Gegend beschäftigt und mit der Grenze und mit all den tragischen Dingen, die hier in 100 Jahren an der Grenze passiert sind. Man könnte zusammenfassend sagen, 100 Jahre Grauslichkeiten entlang der österreichisch-ungarischen Grenze, und das haben wir dann in einer Ausstellung, in einer Homepage, die Sie vielleicht schon kennen, und mit österreichischen und ungarischen Schulen gemacht. Und wir wollten zeigen, dass zwei Dinge. Erstens, dass hier ein paar Mal Weltgeschichte geschrieben worden ist. Das wissen Sie wahrscheinlich. 1989, als der Eiserne Vorhang verschwunden ist. 1956, bei der sogenannten Ungarnrevolution, als 120.000 Menschen im Winter über die Grenze zu uns geflüchtet sind. Und 1938, beim Einmarsch der Deutschen und dem Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland, die Vertreibung, die erste Vertreibung von Juden aus dem Gebiet des Deutschen Reiches war hier im Burgenland in Kizeh. Die ganze Welt
hat das gesehen, hat darauf geachtet. Über all diese Ereignisse waren Artikel bis nach New York und in der New York Times. Und es gab natürlich viele andere tragische Ereignisse und unsere Gegend ist auch dafür bekannt, dass es hier viele Massengräber von ermordeten Menschen gibt, aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, auch danach. Und wer Lust hat, geht auf die Homepage und da kann man all diese Orte anklicken und sich das anschauen, was hier alles passiert ist. Ich hoffe, ich habe ein wenig die Neugier geweckt. Es geht um Geschichten, die direkt aus unserer Nachbarschaft kommen und die wahrscheinlich eure Eltern und Großeltern auf alle Fälle noch als Zeitzeugen mitgemacht haben. Die können sich wahrscheinlich sehr gut daran erinnern. Wenn jemand zu Hause einmal fragt, dann wissen die wahrscheinlich, worum es geht. Ja, und damit übergebe ich. Ich glaube, das ist das Wesentliche von dieser Ausstellung. Wem darf ich übergeben an die Frau Bildungsdirektor? Wir zwei Frauen haben uns das ausgemacht, dass ich vorher reden darf. Okay. Jetzt haben wir mal eine Bitte. Mikrofon. Ja, gleich sofort. Ich habe eine Bitte. Es ist für einen Vater, Schülerinnen und Schüler, wenn du uns nicht siehst und du bist nicht jeden Tag bei einer Pressekonferenz dabei. Ich würde also bitten, vielen Dank, Herr Direktor, dass Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gekommen sind, dass wir auch nach vorgehen. Da bei uns ist Platz, dort vorne ist noch so viel Platz, dann unterbrechen wir kurz. Weil dass alle nach vorkommen können, weil sonst ist wirklich Fahrt für euch. Und wir wollen ja, dass ihr das spannend findet, dass ihr neugierig seid. Und dann schauen wir, dass wir da die Schüler da vorne verteilen. Ja, bitte. Wer ins Fernsehen kommen will, muss die Vierer stellen. Der Standard vor natürlich auch, hinter uns ist viel Platz, weil ihr keiner zeigt sich noch irgendwo nichts. So, jetzt geht's, weil jetzt habt ihr wenigstens was davon und könnt uns sehen und hören. Schön, dass ihr da seid. Herr Direktor, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal wollen wir uns bedanken bei einem, warum wir heute hier sind und dieses Landtechnische Museum genießen können, nämlich beim Herrn Präsidenten Karl Erdler, der eigentlich am Michöller ist, St. Michael, aber lange in Wien und jetzt in Baden lebt und trotzdem das Landtechnische Museum nebenbei und ehrenamtlich macht. Also ich denke mal, der ist echt super. Herzlichen Dank, Herr Präsident Erdler. Ja, vielen Dank. Ich denke mal, dass für Schüler und Schülerinnen das Landtechnische Museum trotzdem spannend ist. Habt ihr das schon öfters besucht? Ja. Na unbedingt, weil da sieht man so viel, wie es früher war und das kann man dann wirklich gut sehen und verstehen. Das Zweite, ich bedanke mich natürlich in erster Linie beim Herrn Magister Dr. Baumgartner und jetzt habt ihr gehört, er war Chef des Dokumentationszentrums Widerstand. Ja, was ist denn das? Darf ich euch das kurz erklären? Ja. Der Herr Dr. Baumgartner
hat also als Historiker, als studierter Geschichtler, um es zu übersetzen, einfach darauf geschaut, was in Österreich, aber auch bei uns im Burgenland, mit den Menschen früher passiert ist. Und er hat vorher gesagt, 100 Jahre Grauslichkeit. Habt ihr das gehört, Grauslichkeit? Ja. Ich finde das, ja, der Dr. Baumgartner hat gesagt, Grauslichkeiten, warum? Wenn ihr heute, und das versprecht mir, nach Hause geht, dann fragt ihr mal Omas, Opas, soweit ihr die habt, und fragt ihr mal nach, wie das früher war. Warum? Weil es früher so war, dass da viel passiert ist, was nicht in Ordnung war. Bei uns im Burgenland. Und ich sage da zwei Beispiele, weil ich nicht zu lang werden will. Schaust du dir bitte dann gleich mit dem Herrn Direktor und den Kolleginnen und Kollegen, ist ausgemacht, ihr schaut euch gleich die Ausstellung an. Und dann nehmt euch bitte ein Plakat sucht, das versprecht mir, Stegersbach. Ihr kennt Stegersbach, das ist nicht weit von da weg. Ja. Und was ist in Stegersbach gewesen, ihr müsst euch vorstellen. Ihr lernt es in der Geschichte und habt schon gelernt, die Großen, dass es Adolf Hitler gab. Und die Geschichte würde man gerne herausnehmen, weil der hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Einfach umgebracht. Erschossen, ermordet, vergiftet und so weiter. Fürchterlich. Und da waren viele auch dabei, die hätten vielleicht was tun können oder auch nicht, aber es ist passiert. Da können wir nichts dafür. Aber das muss man aufarbeiten. Und dann schaut es euch, dann sucht es, weil ihr es versprochen habt, das Plakat Stegersbach her. Und wenn du schaust, du weißt, was Roma und Sinti sind, einfach eine Volksgruppe, genauso wie wir als Deutsche oder die Ungarn, oder ihr habt ja eine tolle kroatische Schule, wo man auch Kroatisch lernen kann. Und ihr stellt euch vor, da waren in Stegersbach so viele Leute, die einfach der Volksgruppe Roma und Sinti angehört. Die wurden einfach abgeholt und ermordet. Und 13 sind nach dem Krieg zurückgekommen von Hunderten. Alle anderen sind ermordet, Kinder wie du. So kleine Kinder wie du. Oder deren Eltern. Die wurden einfach getrennt im Zug, da hat man sie reingestoßen. Die haben nie wieder ihre Eltern gesehen, waren aber in deinem Alter beispielsweise, wo man Eltern noch dringend braucht. Und genau das ist die Aufgabe vom Herrn Dr. Baumgartner, die er sich selber gestellt hat, das aufzuarbeiten. Und Border, weißt du, das heißt, hast du in Englisch gelernt, Grenze. Und ihr wart, wer war denn vor euch schon in Ungarn? Das ist ja nicht weit weg, das ist ja ein paar Meter vor der Haustür. Na schau, viele, viele. Und ihr wisst, dass das einmal zu Österreich gehört hat. Ihr wisst aber auch beispielsweise, und da schaust du an, da bist du eh im Internet ständig, dass wir noch immer kämpfen, und das ist mir so wichtig, das weiß der Dr. Baumgartner, aber auch die beiden Historiker, die dieses Projekt gemacht haben und begleitet haben, noch einmal herzlichen Dank an Sie beide auch. Dankeschön. Was glaubt ihr? Sagt euch, Rechnitz, was? Wisst ihr, wo Rechnitz ist? Im Bezirk Oberwart. Bis heute macht man dort Ausgrabungen und findet die Menschen nicht, die damals einfach vor ein paar Tagen, vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, einfach erschossen und vergraben wurden. Und die findet man noch immer nicht. Die sind irgendwie dort vergraben. Und das ist schon so lange her. Alles tot. Die haben die alle umgebracht. Die sind über die Grenze gegangen. Das waren ungarische Flüchtlinge, Juden, auf die hat man es besonders abgesehen gehabt. Und die hat man einfach dort, weil so ein paar Fahrt waren, weil sie getrunken gehabt haben, das ist ja das Ärgste noch. Das waren von Hitler Soldaten, ich sage es mal einfach. Und dann sind die einfach rausgegangen und haben dort die Menschen niedergeknallt. Und wahrscheinlich, Herr Dr. Baumgartner, verbrannt, von dem gehen wir ja aus, oder nicht, und verscharrt. Und das ist jetzt, rechnen wir mal nach, der Zweite Weltkrieg war 1938 aus, das ist damals passiert. Und jetzt haben wir Jahrzehnte später, und die hat man noch immer nicht gefunden, die Menschen, die dort ermordet und vergraben wurden. Weißt du, und das kann dir, egal ob du, wie alt du bist, ob Volksschule, ob Hauptschule, das kann dir nicht wurscht sein. Weißt du warum? Was ist, wenn morgen wieder ein Hitler daherkommt? Und der begeistert die Massen und bringt wieder Menschen um. Und daher musst du aufpassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr heute mit dabei seid und so wichtig, dass der Herr Präsident hier diese Ausstellung macht. Und wir wollen auch alle Schulen einladen. Die Ausstellung wird ja noch länger da sein. Und ich kann mich nur sehr, sehr herzlich bedanken. Und ich habe nur zwei Dinge versprochen. Das erste, dass du heute nach Hause gehst
und fragst du, wie war denn das früher? Haben wir auch jemand, der sein Leben verloren hat, im Zweiten Weltkrieg verloren war. Da sind so viele nicht nach Hause gekommen, aus Russland, aus Frankreich. Das waren Millionen. Geht schon wieder, jetzt bist du so richtig wach geworden. Aha, das war laut. Macht nichts, das halten wir schon aus. Ich möchte zum Abschluss kommen. Du hast mir versprochen und erzählst es deinen Lehrerinnen und Lehrer dann in den nächsten Tagen, was deine Großeltern, deine Eltern gesagt haben, ob da auch wer irgendwo nie mehr zurückgekommen ist. Die haben auch kein Grab, die kann man auch nicht besuchen. Das hast du mir versprochen. Und zweitens schaust du wegen Stegersbach. Und in jeder Ortschaft gibt es da so viele, die einfach ermordet wurden und nicht zurückgekommen sind. Genau um das geht es in dieser Ausstellung. Deswegen ist es mir für das Land Burgenland als Landtagspräsidentin, was ist das wieder? Na, ich bin die Chefin des Landtages, wo man Gesetze beschließt. Und gute Gesetze, dass das heute nicht mehr passieren darf. Also wir bedanken uns herzlich. Und du hast diese zwei Aufgaben, dass du auch schaust, Stegersbach und Plakate, wie viele Menschen umgekommen sind. Du hast was fragen wollen? Dein? Mein Urlaub. Ja, kannst du dir vorstellen. Also du hast da schon gut nachgefragt. Und das wird bei vielen sein. Noch eine Frage? Und, ja? Das heißt, die hat die nie wieder gesehen, nicht? Und die war wahrscheinlich ein Kind damals. Zwei Fragen noch und wir können eh nachher weiter. Aber dass ihr dann einmal euch bewegen könnt und die Ausstellung anschaut. Bitte. Na, 1938, aber schau mal nach, was danach passiert ist. Da war das Burgenland nicht frei, sondern wir wurden besetzt von den vier Supermächten, die sich damals Österreich aufgeteilt haben. Okay. Aber das schaut euch bitte mit eurer Lehrerin an, okay? So viel Zeit haben wir leider. Ich würde das gerne erklären, weil ich auch Geschichte studiert habe, weil mir das wichtig ist. Aber dazu fehlt uns leider die Zeit. Aber schau dir das an, bis 1945 waren die Besatzungsmächte, also Engländer, Russen, Amerikaner und so weiter da, haben unser Land besetzt. Da waren wir auch nicht frei. Aber gut aufgepasst. Bitte, letzte Frage. Hast du gut recherchiert, das ist oft vorgekommen. Ich möchte mich bedanken bei der Oberchefin der Schulen und der Lehrer, nämlich die Frau Schulqualitätsmanagerin Martina Bugnitsch. Sie ist eure Chefin da für den Bezirk Jenersdorf und Güssing. Und an sie würde ich gerne weitergeben. Dann eröffnen wir die Ausstellung und dann kannst du schon durch die Ausstellung, aber natürlich, Herr Präsident, auch draußen überall schauen. Gut. Ja, geschätzte Schülerinnen und Schüler, werte andere Gäste, auch ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf und dass ich bei dieser Ausstellungseröffnung anwesend sein darf. Die Frau Landtagspräsidentin hat euch jetzt schon sehr anschaulich geschildert, was euch erwarten wird, was ihr hier in dieser Ausstellung alles sehen werdet. Ich möchte mich sehr herzlich beim Herrn Erdler bedanken. Das Landtechnikmuseum ist seit vielen Jahren ein ganz wichtiger Partner in der Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Ganz viele Schülergruppen, ganz viele Klassen aus unserer Region besuchen regelmäßig hier diese Ausstellungen. Und auch das neue Projekt trägt einen wesentlichen Beitrag zu unserem Bildungsauftrag bei. Und ich hoffe, dass auch viele Schülerinnen auch diese Ausstellung hier besuchen werden. Und ihr seid jetzt die Ersten, die das dann tatsächlich auch anschauen dürfen. Warum sollen sich Schüler mit der Vergangenheit auseinandersetzen? Es ist ganz wichtig für euch, auch eure Wurzeln zu kennen. Darüber könnt ihr eure Identität ausbilden, darüber könnt ihr jetzt
bei den Größeren, wenn ihr erwachsen werdet, auch gut eure Persönlichkeiten entwickeln. Und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist auch insofern für euch wichtig, dass ihr einfach lernt und seht, dass man tolerant sein muss, dass man auch offen sein muss und man kann auch die Empathie dadurch lernen. Und das sind ganz, ganz wichtige Eigenschaften, die wir gerade heute brauchen. Und deswegen ist es wirklich gut für Schüler und Schülerinnen, wenn sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Bei dieser Ausstellung waren auch viele Schulen involviert. Das waren schon ältere Schüler, das waren Oberstufenschüler. Die haben hier intensiv recherchiert, intensiv geforscht, gearbeitet. Auch das ist wahnsinnig wichtig, denn nur wenn wir uns gut und intensiv mit Themen auseinandersetzen, dann können wir hier wirklich etwas lernen und können uns eine gute eigene Meinung bilden. Da ist es manchmal zu wenig, wenn man nur ein paar Bilder anschaut, besonders, weiß ich nicht, irgendwo auf Social-Media-Plattformen. Da ist es schon wichtig, wenn man auch ein bisschen in die Tiefe geht, wenn man genau recherchiert, denn wie gesagt, nur dann kann man sich eine gute eigene Meinung bilden, dann kann man kritisch denken lernen und dann kann man auch, dann könnt auch ihr, und das sollt ihr ja, auch zu guten kritischen Bürgern werden, die wissen, ja, und denen man nicht alles erzählen kann. Deswegen bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich beim gesamten Team, die diese tolle Ausstellung gemacht haben, die die Schülerinnen auch so gut begleitet haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch noch einmal beim Herrn Erdler ganz ausdrücklich, dass er da immer so tolle Ideen hat und so tolle Projekte hier nach St. Michael in unsere Region bringt. Und ich bedanke mich natürlich auch beim Land, das auch diese Projekte immer gut unterstützt. Und darf jetzt dich bitten, dann die Ausstellung zu eröffnen. Vielen Dank, Frau Chefin der Schule und der Lehrer, für die zwei südlichen Bezirke, dass du uns begleitest. Ihr seid die Ersten, die diese Ausstellung sehen. Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Ja, wie nennt man das? Premiere, Erstes. Ihr seid ganz besondere Ausstellungsbesucher jetzt und ihr schaut auch ganz besonders gut und genau drauf und liest. Jetzt dürfen wir alle gemeinsam die Ausstellung, und jetzt, ich sage es euch, was wir dann sagen. Wir eröffnen die Ausstellung. Alle. Wir eröffnen die Ausstellung. Und jetzt geht's los. Bitte hinein. Es ist mir eine Freude, heute hier im Südburgenland im Landtechnikmuseum, wo es auch um Vergangenheit geht, um Maschinen, Geräte, wie man früher die Landwirtschaft gearbeitet hat, es geht um Volksgruppen. Hier passt natürlich optimal die Ausstellung Border Histories dazu, weil es auch in die Vergangenheit geht. Um was geht es bei Border Histories? Als Landtagspräsidentin ist es mir sehr, sehr wichtig, dass sich die Menschen von heute, auch Schülerinnen und Schüler, mit der Vergangenheit beschäftigen. Und wir leben hier alle an der Grenze. Ich zu Hause habe einen Kilometer weiter an zwei Stellen beispielsweise ungarische Dörfer. Was war das? Da gibt es eine gemeinsame Geschichte. War das alles in Ordnung? Nein. Und da, so wie wir vorher gehört haben vom Herrn Dr. Baumgartner, wir schauen auch auf 100 Jahre Grauslichkeiten zurück. Und wir müssen das den Schülerinnen und Schülern und den Besucherinnen und Ausstellungsbesucherinnen klar machen, dass nicht alles in der Geschichte des Burgenlandes und in der Geschichte Österreichs und Ungarns in Ordnung war. Es gab gute Zeiten, aber es gab auch sehr viele schlechte Zeiten. Und damit man das wirklich für sich versteht, gibt es viele, viele Schautafeln, eine großartige Ausstellung, die bis zum 31. Oktober 2023 hier zu sehen wird. Ich lade daher ein, und es war meine Initiative, dass das alles stattfindet. Die Absicht war dann natürlich auch das Landtechnikmuseum. Da braucht man einen halben Tag, weil das ist herrlich spannend, dass man beides dann anschaut und bis 31. Oktober hat man eben Zeit dazu.